Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RE Aktuell. Heute bin ich nicht allein im Studio. Ich habe heute drei wunderhübsche Mädchen bei mir. Und zwar haben wir die Hanna, die Sophie und die Sandra. Warum ihr heute da seid, sage ich später. Jetzt erzähle ich euch noch kurz, was wir heute im Programm haben. Und zwar waren wir beim Rote-Nasen-Lauf. Ihr seht etwas von den drei Mädels und den zweiten Teil von unserer Serie zum Thema Cybercrime. Ja, und warum ihr drei da seid, ist, dass man euch einmal gratulieren kann. Ihr habt sehr erfolgreich beim Jugendredewettbewerb abgeschnitten. Und ich glaube, da müsstet ihr jetzt am besten gleich selber was drüber erzählen. Warum habt ihr überhaupt teilgenommen? Also der Jugendredewettbewerb ist eine Möglichkeit für Jugendliche, ihre Stimme zu erheben. Und wir haben uns dazu entschlossen, dort mitzumachen, weil wir schon immer unsere Stimme benutzen wollten, um die Message weiterzuliefern. Deswegen haben wir in der Kategorie Sprachrohr mitgemacht und da über das Thema Machtmissbrauch geredet. Mhm. Ja, und wie sind da, ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor. Man kann ja jetzt sagen, ich mache da mit und stelle mich da hin. Wie funktioniert das? Wie bereitet man sich vor? Was hat man da für Aufgaben? Also, wir haben zuerst einen Rhetorikkurs angeboten gekriegt in der Schule und haben den dann auch mit der Frau frei gemacht. Und wir haben uns da dann entschieden, eben eine Rede vorzubereiten und wir haben dadurch auch ein gutes Thema gefunden. Und ja, sobald wir die Rede dann sozusagen vorbereitet haben, haben wir dann die richtig oft probt, damit ihr wirklich sitzt. Ja, und dann ist eigentlich schon losgegangen. Das heißt, ihr habt ganz viel Freizeit investiert, damit ihr bei diesem Redewettbewerb mitmachen könnt, ja? Ja. Ja. Also, und ihr habt zu dritt das gemacht. Nicht jede einzeln, sondern zu dritt habt ihr das gemacht. Super. Das war auch der Grund, warum wir eben im Sprachrohr mitgemacht haben, weil da hat man die Möglichkeit, mit mehreren Personen aufzutreten und auch sehr viel Kreatives mit einzubringen, also auch sozusagen mit Gestiken das nochmal zu bestärken, was man sagt, was wir auch in unserer Rede gemacht haben. Mhm. Wie wichtig ist Kommunikation und eine wortreiche Sprache für euch? Also ich finde, Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge in unserer Gesellschaft. Ohne Kommunikation funktioniert es einfach nicht. Und die Sprache ist einfach das, was uns auch abhebt. Also die Sprache, das hat ja der Mensch. Und ich finde, wenn man sie richtig einsetzt und für die richtigen Dinge einsetzt, kann man auch wahnsinnig viel damit bewirken. Und auch mit Kommunikation. Es funktioniert gerade Zusammenleben, es funktioniert nichts, ohne dass man miteinander redet. Ich finde, das ist einfach das Wichtigste. Ich kann mich erinnern, irgendjemand hat einmal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das irgendwie stimmt, ja. Sendet man immer Botschaften aus. Genau. Ja, und was ist da für euch wichtig an dieser ganzen Präsentation von euch selber? Dass wir stets die Wahrheit sagen und auch das sagen, was uns wirklich wichtig ist und was uns auf dem Herzen liegt, was wir die Menschen weitergeben wollen. Und einfach, dass wir genau das sagen, was uns betrifft. Das ist für uns eigentlich das Wichtigste gewesen. Dass wir eben unsere Sprache, unsere Worte fürs Richtige einsetzen können, weil wozu haben wir sie, wenn wir sie nicht einsetzen? Ja, das stimmt. Vor allem glaube ich auch, dass viel zu wenig Jugendliche oder beziehungsweise junge Leute wirklich ihre Sprache und ja einfach fürs Richtige einsetzen, beziehungsweise sie einfach gar nicht nutzen und auch jetzt an die Öffentlichkeit mit ihrer Meinung gehen. Und darum haben wir beschlossen, wirklich aufzutreten, damit man uns sieht mit unserer Meinung und dass jeder sieht, dass wir doch was zum Sagen haben. Mhm. Aber da gehört ja sehr viel Mut dazu, oder? Weil ja. Wenn du die präsentierst, wenn du hinstehst und deine Meinung vertrittst, dann wirst du ja angegriffen. Also ist das da nicht schwierig für euch? Also für mich persönlich nicht. Ich stehe zu 100% hinter dem, was ich sage und hinter meiner Meinung und ich vertrete es auch. Natürlich wird es immer Konter geben, es gibt immer Gegenmeinungen, es gibt immer andere Meinungen, aber es macht uns aus, unsere Ansichten, unsere Meinungen, das macht uns aus. Und wenn niemand Konter gibt, dann wird es nie eine Besserung geben oder eine Lösung oder irgendeine Art von Verbesserung. Also ich sage meine Meinung immer offen, aber vor so viel Leid zum Stehen und meine Meinung zum Präsentieren war für mich nur schwer, weil es so viele Leute sind, die es hören
Und es ist ja auch aufgenommen worden, heißt, man kann es immer wieder anschauen. Und das war schon ein bisschen ein Nervositätsfaktor, der es ein bisschen schlimmer gemacht hat. Das kann man vorstellen, ist dir da gleich gegangen? Ja, also ich habe auch sehr zu kämpfen mit meiner Nervosität, vor allem, wenn ich voll Leute reden muss. Ich meine, ich vertrete meine Meinung natürlich, aber mir fällt schon ein bisschen schwer, vor anderen Leuten zu reden. Aber ich habe es als gute Übung gesehen für die Schule und für mein weiteres Leben. Mhm. Also finde ich es ganz gut eigentlich. Ja, als erstes sind wir dann in Reutte beim Jugendredewettbewerb angetreten und ich habe gehört, das war ein toller Erfolg. Ja. Und dann ist Weitergang nach Innsbruck und da sind wir auch wieder, da sind wir wahrscheinlich vor noch mehr Menschen aufgetreten, oder? Ja. Da war es dann schlimmer oder ist man da schon ein bisschen gewohnt dann? Also für mich war es schlimmer, weil es war, also in Reutte waren es halt unsere Familien, unsere Freunde, die was zugeschaut haben. In Innsbruck haben wir keinen gekannt eigentlich. Und auch die Jury war eine größere, deswegen war es ein bisschen schlimmer. Ja, aber trotzdem, oh, das haben wir mit Bravour gemeistert. Dankeschön. Ja, und da kommen wir dann eh schon gleich auf ein Thema. Aber davor schauen wir uns unseren ersten Bericht an. Und das war der Rote Nasenlauf im Flach, der vor 2 Wochen stattgefunden hat.